Was für eine Freude, dich wiederzusehen, König Hien. Und dich, liebe Schwester. Die Freude ist ganz meinerseits, Gesandter Asahi. Sind die Domane an Bord des Luftschiffs? Natürlich. Alle heil und unversehrt. Wie ich höre, hast du auch alles Erforderliche in die Wege geleitet. Sogar Yotsuyu hast du mitgebracht. Ich wollte, dass du sie selber siehst. Sie hat ihr Gedächtnis immer noch nicht wiedererlangt. Es sieht ganz so aus. Übrigens habe ich jemanden mitgebracht, den Yotsuyu unbedingt treffen sollte. Du hast doch bestimmt nichts dagegen. Yotsuyu, schön, dich wiederzusehen. Das sind doch nicht etwa... Was ist denn, Schwester? Hast du sogar unsere lieben, lieben Eltern vergessen? Es hilft nichts. Sie kann sich tatsächlich an nichts erinnern. Sieh mich nicht so an. Es war ein Versuch wert. Also gut, wir werden sie als gewöhnliche Domanerin betrachten. Sie darf bei euch bleiben. Aber wir werden uns bald wiedersehen, Schwester. Sehr bald. Kommen wir jetzt zum Gefangenenaustausch. Aber sicher doch. Die Anlage am anderen Flussufer sieht gut erhalten aus. Dort werden wir die Domane absetzen und ihr unsere Soldaten. Einverstanden. Ich werde den Befehl geben.
Gosetsu? Bist du wach? Ach, mein Herr! Bitte tretet ein! Tsuyu sah schrecklich aus, als sie zurückkam. Als hätte sie lange geweint. Sie hat mir eine Kaki geschält und kein Wort gesprochen. Dann ist sie auf ihr Zimmer gegangen und hat sich schlafen gelegt. Was ist nur mit ihr los? Asai hat Yotsuyus Eltern mitgebracht. Er wollte erzwingen, dass sie ihr Gedächtnis wiedererlangt. Ihre Erinnerung ist nicht zurückgekehrt, aber sie hielt sich den Kopf, als würde sie leiden. Asai weiß genau, was ihre Zieheltern mit Yotsuyu angestellt haben. Und trotzdem quält er sie, nur um einen Vorteil für sich zu gewinnen? Das zeigt doch, was er für ein Schuft ist. Dann ist es ja kein Wunder. Asai war einverstanden, dass Yotsuyu in Doma bleiben soll. Jetzt bleibt uns nur noch, den Gefangenaustausch durchzuführen. Eine Sache macht mir dabei Sorgen. Ich habe vorhin in Castrum Fluminis ein paar verdächtige Behälter gesehen. Die Galear haben sie zwar nach dem Treffen wieder mitgenommen, aber... Die habe ich auch gesehen. Meinst du, dass sie Bomben oder Kampfmaschinen darin versteckt haben? Wohl nicht. Wenn sie uns töten wollten, hätten sie dazu schon Gelegenheit gehabt. Aber ihr habt recht. Wir sollten wachsam bleiben. Bitte entschuldigt. Es ist Yotsuyu. Sie ist verschwunden. Was? Ich dachte, sie schläft, aber ihr Bett war leer. Bitte vergebt mir. Ich hätte besser aufpassen müssen. Lass nur, die Schuld liegt bei mir. Ich war es, der sie in einem unversperrten Zimmer unterbringen ließ. Wahrscheinlich hat sie das Gebäude schon verlassen. Am besten, wir teilen uns auf und beginnen umgehend mit der Suche. Würdet ihr uns bitte dabei helfen? Hilfe! Wenn ich mich doch nur nicht erinnert hätte. Den Hass der Domane hätte ich ertragen. Aber mit der Güte des Mannes, den ich töten wollte, kann ich nicht länger leben. Wer ist da?
Wer bist du? Yotsuyu! Erschreck uns doch nicht so! Was soll das alles? Wo sind wir hier? Der Soldat hat uns einfach rausgeworfen und gesagt, dass wir jetzt in Doma wohnen. Und was machst du hier? Es ist immer das Gleiche. Nichts als Ärger hat man mit dir. Oh, nie machst du etwas richtig. Du bereitest uns nichts als Schande. Wir hätten ein bequemes Leben in der Kaiserstadt haben können. Aber dank dir stehen wir jetzt mitten in diesen trostlosen Ruinen. Ach, lass. Sie kann sich ja an nichts erinnern. Wir sollten uns lieber überlegen, was wir jetzt machen sollen. Eigentlich macht sie immer noch was her. Wenn wir sie an ein Freudenhaus verkaufen, könnten wir von dem Geld in Kugane neu anfangen. Vielleicht einen Laden aufmachen. Sie haben sich nicht verändert. Überhaupt hat sich nichts verändert. Ich wache auf und die Welt ist immer noch die gleiche Hölle. All die Heuchelei von einem gerechten Doma. Diese Welt kennt und will nichts anderes als das Böse. Und sie soll es bekommen. Ich bin in die tiefsten Abgründe dieses Landes gefallen. Meine Seele wurde vom Neid seiner Bewohner zerfressen. Ich bin das Böse dieser Welt. So ist es doch, nicht wahr? Ich bin an all dem Elend schuld. Das habt ihr immer gesagt. Ihr habt mich zu der gemacht, die ich bin. Aber irgendwann ist jeder an der Reihe. Irgendwann muss jeder in die Abgründe blicken. Jeder Domaner, jeder Peiniger. Und vor allem ihr! Yotsuyu! Nein! Willkommen zurück, Schwester. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Du steckst also dahinter. Ich hätte es mir ja denken können. Nur du bist so skrupellos, mich auf dein eigen Fleisch und Blut zu hetzen. Na komm, es waren auch deine Eltern. Du hast mich überrascht, Schwester. Du hast Vater und Mutter mit deinen eigenen Händen getötet. Sonst musst du dich doch immer irgendwelcher Handlanger bedienen. Sag, willst du nicht eigene Kräfte besitzen? Ungeheuerliche Kräfte. Bitte! Ich will nicht sterben! Was ist los? Hast du... Das sind ja die Nayuri.
Sie hat sich erinnert und an ihren Eltern gerecht. Wahrscheinlich ist sie bereits über alle Berge. Mit Asais Luftschiff. Er hat seine eigenen Eltern geopfert, um an Yotsuyu zu kommen. Warum? Was führt er im Schilde? Wie auch immer, Vermutungen bringen uns nicht weiter. Lass uns ins Landhaus zurückkehren und die Lage besprechen.
Es ist soweit. Der heutige Tag ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden zwischen Doma und Garlemald. Ein großartiges historisches Ereignis. Ich sehne auch den friedlichen Abschluss des Gefangenenaustauschs herbei. Übrigens, dürfte ich fragen, was sich in diesen Behältern befindet? Ach, darin? Nur ein paar Dinge, die ich euch letztes Mal schon geben wollte. Güter, die ihr zum Wiederaufbau eures Reiches verwenden könnt. Das wäre nicht nötig gewesen. Ihr habt die Erfüllung eines Teils der Abmachung ja schon selbst in die Hand genommen. Ein Detail, über das wir keine weiteren Worte verlieren müssen. Sprecht ihr von mir? Yotsuyu. Ganz recht. Yotsuyu, Tochter der Nayuri, Witwe des Sashihai. Und die Statthalterin von Doma, eure Geißel und Unterdrückerin. Da sie ihr Gedächtnis offenbar wiedererlangt hat, soll sie zurückkehren, so wie es abgemacht war. Aber eines vergesst nicht. Doma hat keine Statthalterin. Schweig, Aufständischer! Jeder, der sich gegen die Herrschaft des Kaiserreichs auflehnt, wird ausradiert. Das ist die Aufgabe, die Zenos mir erteilte. Ich beabsichtige, diese Aufgabe zu erfüllen und wieder über dein kümmerliches Land zu herrschen. Niemals werdet ihr das Licht der Freiheit erblicken. Die Finsternis in meinem Herzen wird alles verschlingen und ein Land der Finsternis erschaffen. Nur einen eisigen Mond werdet ihr sehen. Und das werde ich sein! Was ist das für ein Licht? Ist das etwa ein Primae? Eine Domanerin hat einen Primae beschworen. Ein klarer Verstoß gegen die Abmachung. Dieses Treffen ist beendet. Bereitet den Abflug vor. Aber was wird aus dem Frieden? Widersetzt du dich dem Befehl eines kaiserlichen Gesandten? Wir fliegen ab! Zu Befehl. König Hirn, wir müssen uns zurückziehen.
Macht euch kampfbereit! Ja, einem Prima-E bin ich nicht gewachsen. Ich vertraue auf dich. Wir ziehen uns zurück, aber nicht ohne die Gefangenen. Seh zu, dass niemand zurückbleibt. Jawohl. Jetzt sind nur noch wir übrig, die Göttin der Nacht und die Kriegerin des Lichts. Deine verwunschene Gabe wird dir nichts nutzen, denn ich bin Maso Kagami entstiegen. Ich bin die Herrscherin der Nacht und des Mondes. Ich bin Tsukuyomi! Mit diesen Kräften kann ich alles und jeden auslöschen. Und nicht einmal du wirst mich aufhalten! Ein weiterer Kampf auf Leben und Tod. Doch diesmal werde ich gewinnen. Domas Zukunft ist die Nacht.